Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unseren aktuellen Kurzmeldungen aus Wismar und der Region. Die Meyer-Wismar-Werft hat am 1. Dezember gemeinsam mit der IG Metall die Mitglieder der Transfergesellschaft des ehemaligen MV-Werften über die Beschäftigungsperspektiven bei der Fertigstellung und dem Umbau des Kreuzfahrtschiffes Global One für den neuen Eigentümer Disney Cruise Line informiert. Bis zu 650 Menschen werden ein Angebot zur Beschäftigung bei Meyer-Wismar erhalten, mindestens 400 Menschen werden eingestellt. Sie werden den Neubau in Wismar gemeinsam mit dem starken Netzwerk der Meyer-Gruppe im Jahr 2025 als emissionsarmes Kreuzfahrtschiff fertigstellen. Unser Bürgermeister Thomas Bayer bietet bis auf Weiteres jeden ersten Montag im Monat eine Telefonsprechstunde ab 8 Uhr morgens an. Die nächsten Termine sind am 5. Dezember diesen Jahres und am 2. Januar 2023. In dieser Zeit haben alle Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Wismar die Möglichkeit, ihr Anliegen mit dem Bürgermeister zu besprechen. Melden Sie sich bitte für den Termin am 5. Dezember im Büro des Bürgermeisters per E-Mail oder Telefon an. An der Hochschule Wismar ist Frau Professor Sophia Martinczek neu eingestellt worden. Die 51 Jahre alte Diplomdesignerin wird künftig im Fach künstlerische Gestaltung tätig sein. Sie war beruflich bislang unter anderem in New York, London, Brüssel, Antwerpen und Berlin tätig. MVs Staatssekretärin Susanne Boven wünschte Professor Martinczek für ihre Tätigkeit in Mecklenburg-Vorpommern viel Glück und Erfolg. Liebe Zuschauer, das waren unsere aktuellen Kurzmeldungen aus Wismar und der Region.